Zum letzten Video. W60 eröffnet bald. Hier, hast du das Spendenschildchen vergessen? Genau der Typ bin ich. Also, beeil dich jetzt. Hä? Was ist denn das für ein Loch? Interessant. Genau, Sergio betreue ich auch nachts. Ja, der passt auch in mein Behindertenheim. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget! Ja, ihr habt es richtig gehört, die neue Welt W60 öffnet und dementsprechend auch ein kleines Video. Die Uhr tickt und damit auch die letzte internationale Welt, bevor diese ganzen Kontinentalwelten kommen. Ja, okay, wie dem auch sei. Und zum krönenden Abschluss habe ich natürlich noch eine super Nachricht für euch. Die gibt es jedoch erst später im Video. Ey, ihr müsst euch vorstellen, ne, es ist gerade mitten in der Nacht, wenn ich das aufnehme und ich habe so Kohldampf. Aber ich werde mich einfach gleich ins Bett legen, nachdem ich das hochgeladen habe. Ja, so ungefähr. Genau, Sergio betreue ich auch nachts. Ja. Naja, ich wollte euch letztendlich eigentlich nur sagen, dass ich jetzt einen neuen Upload-Plan habe. Ich will einmal in der Woche ein YouTube-Video machen. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. Werde ich euch in einem Community-Beitrag einfach mal wieder reinschreiben oder so. Apropos, welche Klasse werdet ihr eigentlich spielen auf W60? Ich persönlich habe mich ja für einen Berserker entschieden, weil ich ein bisschen mehr Dungeons kloppen will. Und ich finde, dass der Berserker dort sehr, sehr viel Spaß macht. Und damit kommen wir auch zum nächsten Thema. Denn ich hätte niemals gedacht, dass wenn ich Shakes and Fidget in meiner Suchleiste eingebe, dass ich eines Tages Content Creator für Shakes and Fidget werden würde. Und dafür möchte ich mich einfach mal bedanken, dass ihr mich auf meinem Weg begleitet habt und auch meine Reise. Und noch ist sie ja lange nicht vorbei. Und deswegen werden wir uns auch heute wiedersehen, und zwar um 20 Uhr live auf Twitch. Und wenn ich mal darüber nachdenke, ist das schon fast ein Jahr her, seitdem ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe. Und seitdem ich mit euch auf diese Reise hier gegangen bin. Und dafür möchte ich mich, wie gesagt, einfach nur bedanken. Es hat echt mega viel Spaß gemacht bis jetzt. Und ich habe ja auch so eine Lernkurve hingelegt. Wenn ihr euch mal meine alten Videos anguckt und meine Videos heute, ist das schon ein großer Qualitätsunterschied. Und wie gesagt, wirklich krass, wenn man so drüber nachdenkt, dass das alles schon so lange her ist. Die Zeit vergeht wirklich. Und dementsprechend möchte ich einfach mich nochmal bedanken. Kuss gehen raus an alle, die mich begleitet haben, alle meine Zuschauer, Kuss gehen raus an alle Content Creator, an Dorsa, Davalon, Mozone, Toonie, Hunrizzle, Melendez, Derafin. Kuss, Kuss, Kuss. Wirklich, vielen, vielen Dank. Und das war's dann auch heute mit diesem kleinen Infovideo. Wir sehen uns, wie gesagt, um 20 Uhr heute auf Twitch live. Und ich hoffe, ihr schaut vorbei und sagt mir wenigstens mal Hallo.